Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Eigentlich war ich jetzt gerade dabei, für euch noch ein Video zu produzieren. Hier, BeamNG Drive hängt sogar noch im abgekackten Bildschirm. Ich krieg's nicht hin. Ich glaube, ich muss meinen Rechner installieren. Das heißt, die Woche fällt auf jeden Fall das Video aus. Deswegen gibt es auch diesen Vlog. Anderes ist, ich würde gerne mal von euch wissen, was möchtet ihr sehen? Wollt ihr weiter BeamNG Drive sehen? Wollt ihr wieder GTA sehen? Was wollt ihr sehen? Ich habe jetzt auch noch irgendwo da hinten Uncharted 4 liegen für die PS4. Die steht irgendwo da unten rum. Das könnte man auch spielen, aber da kann ich euch einfach nicht versprechen, ob ich das immer spielen kann. Weil PS4 muss ich drüben bei der Sammy aufnehmen und da kann ich auch nicht immer hin. Deswegen, ja, es ist auch so eine Sache. Oder wollt ihr mal wieder Rocket League sehen oder was wollt ihr? Sagt es mir einfach. Einfach in die Kommis schreiben. Oder sagt ihr, hey, erstmal keine Let's Plays oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil ich sag's auch mal so, ich habe momentan auch echt null Zeit. Null. Ich verbringe im Endeffekt meine komplette Freizeit damit, um für ein Audi nach irgendwelchen Teilen zu suchen, nach eBay zu durchforsten, ja, und halt auch zu schrauben, Teile vorzubereiten, Teile umzubauen. Weil das meiste passt halt einfach auch nicht. Einfach so wie es ist. Ich habe auch schon Kleinteile mit hier, da setze ich mich dann am Balkon raus. Ja, bla, also alles so ein bisschen umgearbeitet. Das ist jetzt momentan alles dabei und ich habe einfach für nichts mehr Zeit. Ich möchte natürlich auch das Auto fertig bringen. Weil der größte Teil kommt ja jetzt noch, das ist der Motorumbau und dann muss er abgestimmt werden, dann muss er foliert werden. Ja, das sind alles Sachen, die nehmen mega Zeit in Anspruch, vor allem für mich auch. Deswegen, ich komme nicht dazu. Ich würd gern zumindest einmal die Woche würde ich ein Let's Play rausbringen wollen. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, mehr schaffe ich einfach nicht aufgrund Familie und so weiter. Da möchte ich ja auch noch ein bisschen Zeit haben. Und deswegen kann ich halt einfach nicht wie manche andere Let's Player mich hinsetzen und keine Ahnung, jeden Tag ein Video rausbringen. Kann ich nicht, dafür habe ich die Zeit nicht. Und ich mache es aber immer noch gern und ich habe auch nach wie vor nicht die Lust verloren. Deswegen mache ich auch die Videos. Ich mache die auch für mich, weil es mir Spaß macht. Sonst würde ich würde sofort damit aufhören. Wenn ich keine Lust mehr hätte, würde ich. Ist es gezwungen und dann, nee, das mag ich nicht und deswegen, ich habe ja auch immer noch Spaß am Zocken, ich habe bloß einfach keine Zeit dafür. Und ich spiele auch noch andere Spiele ein bisschen nebenbei, also ich habe mir jetzt auch so eine Steam Link gekauft, die liegt drüben im Wohnzimmer. Und ihr dürft raten, wie oft ich die jetzt schon verwendet habe. Gar nicht, ich habe sie noch nicht mal eingerichtet, weil ich keine Zeit habe. Ich dachte mir, naja, wenn ich mich schon nicht am PC hinsetze, dann kann ich ja, keine Ahnung, mich mit dem Xbox-Controller ins Bett flacken oder vor den Fernseher und dann da vielleicht ein bisschen spielen, keine Ahnung, so Just Cause 3 oder GTA 5 oder ich weiß ja gar nicht, was eigentlich alles mit der Steam Link geht. Ich habe es noch nicht mal ausprobiert. Auf jeden Fall, ich hab auch bei SpeedSmeet habe ich gesehen, dass der das irgendwie mit einem Emulator gemacht hat, dass er dann Wii-Spiele spielen kann. Das finde ich schon wieder so cool, dass ich das dann auch wahrscheinlich mal ausprobieren werde. Aber alles zu seiner Zeit und deswegen, wie so, wow. Okay, es gewittert bei uns. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir hatten heute 33 Grad. 33 Grad. Und jetzt haben wir 14 Grad. Binnen einer Stunde. Ich mag auch gerade selber das Wetter. Das ist gerade so richtig uncool. Da. Voll toll. Richtig schön. Richtig schönes Wetter. Da freue ich mich schon wieder, heute Nacht dann schön den Regen pratschen zu hören. Und alles, es ist auch mal wieder schön. Es hat jetzt halt auch mal die ganze Zeit lang nicht geregnet. Was auch gut ist, weil dadurch bin ich mit dem Auto auch gut weitergekommen. Aber ja, ich kann halt auch nicht zaubern. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wie schon gesagt, Zeit.
Oh, jetzt kommt er. Der Donner kommt. Oder auch nicht. Blitz ohne Donner. Geil. Ja. Oh, ich sehe gerade, das 180-Projekt ist jetzt gerade online gegangen. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, ich sehe meine Fratze, also ja, es funktioniert. Ja, genau, lasst mich doch auch mal wissen, wie gefällt euch eigentlich das 180-Projekt? Soll ich das weitermachen? Soll ich es überhaupt releasen? Weil, also aufnehmen würde ich sowieso, weil ich einfach so eine Erinnerung möchte an dieses Projekt. Weil, ich sag mal, ich habe jetzt doch schon einige Autos gebaut, aber nicht so und nicht so aufwendig. Nicht so von Grund auf alles gebaut. Deswegen lasst mich einfach wissen, wie euch das gefällt. Also ich sehe sie an den Viewerzahlen, die sind deutlich höher als jetzt meine anderen Videos. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt gesagt habe, BeamNG Drive, ich weiß nicht. Ich sehe jetzt hier, da das letzte Video von BeamNG Drive hat jetzt 9 Aufrufe. Das ist nix. Ja, das ist, es schaut keiner. Deswegen weiß ich nicht. Ich dachte mir, das ist mal eine willkommene Abwechslung. Einfach, dass ich mal so ein bisschen von GTA wegkomme. Wo ich auch sagen muss, ich habe mit GTA auch wirklich totale technische Probleme. Weil seit ich meinen neuen Monitor habe, kann ich es nicht aufnehmen. Und ich kann es vor allem nicht mit Maus und Tastatur spielen. Komischerweise. Ich kann es nur noch mit Controller spielen. Und wenn ich mit Maus und Tastatur irgendwo hinklicke, hackt das Spiel sofort ab. Das heißt, so viel Spaß macht mir das momentan auch nicht zu spielen, weil es einfach nicht läuft. Ich habe, ihr seht gerade, ich habe hier auch noch The Division. Hätte ich auch noch da. Aber ob sich das lohnt als Let's Play, schon mit dem Blitz. Alleine. Weiß ich nicht. Ich habe, ja, wie gesagt, wenn wer mit spielen will, gerne, jederzeit. Ich nehme auch gerne mit irgendjemand auf, sieht man ja an den Datteln mit Abonnenten. Immer gerne. Da habe ich immer jemanden gerne dabei. Dann muss ich auch nicht meine ganzen Leute abklappern immer. Ist auch mal schön, mit verschiedenen Leuten zu spielen. Deswegen, ich würde es auch gerne öfter machen, wenn sich da ein paar Leute bereit erklären würden, mit mir zu spielen. Können wir auch machen. Ja, ach ja, genau, ich habe hier auch noch R-Factor 2. Ob das als Let's Play taugt, ich glaube es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel, es ist eine Rennsimulation. Kostet aktuell auf Steam, ich glaube 34 Euro. Oh. Ah, doch ein Donner. Kann man machen. Ist aber nicht, ja, grafisch nicht so toll. Es ist kein Assetto Corsa oder Project Cars oder Forza 6. Aber vom Geschwindigkeitsgefühl und von der Fahrphysik habe ich noch keine andere Rennsimulation gehabt, die so genau ist und so echt. Gefällt mir persönlich total gut. Ja, in dem Sinne, ich habe jetzt schon wieder ewig gelabert. Tut mir leid, wie gesagt, dass diese Woche jetzt kein Let's Play kommt, aber ich krieg's nicht gebacken. Deswegen nimmt's mir nicht krumm. Schreibt's mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Lasst euch nicht ärgern. Vor allem lasst euch nicht stressen. Einige von euch haben ja vielleicht noch Pfingstferien. Pfingstferien? Pfingstferien. Weil der Kleine, der ist nämlich auch daheim, deswegen. Der hat Ferien, der hat's gut. Ich gehe morgen wieder arbeiten. Also macht's gut. Servus.